Grüße Leute und willkommen zu einem weiteren Part. Let's play Dragon Quest 8. Meine Güte, ey. Oh. Ja, heute alleine am Start, weil ich schlichtweg... Also wir haben mit Asim diesen Part schon aufgenommen, aber ich habe das Audio verrammelt und also komplett unser Audio war weg. Und ich dachte mir, bevor er da eine halbe Stunde auf unsere Gesichter starrt, die einfach nur ein bisschen sich schön und hin und her bewegen, dann nehme ich diesen Part dann doch lieber nochmal alleine auf. Genau, wir sind immer noch hier in diesem tollen, wunderbaren Rätseltürmchen. Dürften aber fast ganz oben angekommen sein. Wie gesagt, ich werde jetzt auch nur diesen einen Part spielen. Also eine halbe Stunde müsst ihr jetzt mit mir alleine aus sein, beziehungsweise vielleicht sogar kürzer, weil ich ja weiß, wo ich ungefähr hin muss und so weiter. Genau. Gibt es sonst noch was, was ich sagen müsste? Ja, also wie gesagt, nächste Part ist dann wieder mit Asim am Start. Es war mega ärgerlich. Ich nehme den auch jetzt gerade am Mittwoch, ist das. Das ist ein Mittwoch, da nehme ich den Part hier gerade auf. Na, scheiße, Monster noch. Und ich hoffe, dass ich den auch heute noch hochgeladen kriege, aber es wird sich ja zeigen. Upsi, wartet mal. Wisst ihr was? Wir machen einfach Fähigkeit, Teamruf, go, go. Penis Cockers regeln das schon, denke ich mal. Das hat ja super funktioniert. Oh Gott, der süße Odem, ey. Aber keiner getroffen, voll gut. Ach ja, ich werde heute übrigens auch noch, also... Ich werd mich am Riemen reißen und das versuchen. Ich werde heute auch noch versuchen, das neue Let's Play-Projekt aufzunehmen, das ich halt solo spiele. Das sollte auch... Ich hab da jetzt eine neue Aufnahmemethode gefunden, also ich hoffe, das läuft halbwegs. Ich werde versuchen, das mit Shadowplay zu machen, weil ich gesehen habe, dass die Quali von Shadowplay, wenn man die auf beste Leistung stellt und 50 Mbit reinballert, super genial ist. Also wirklich, das ist der Wahnsinn. Das ist echt super. So, good go, das sollte reichen. Bäm, Alter, da macht Angelo erstmal, haut er den Crit raus, voll geil. So, ich wollte mich eigentlich nur noch mal umsehen, ob es hier nicht irgendwie noch Loot oder so gibt, aber anscheinend ist dem nicht so. Also hoch die Leiter und ab dafür. Ja, es ist echt ärgerlich mit dem Part. Zumal Asim und ich halt beide ziemlich gut drauf waren. Hat sehr viel Spaß gemacht, muss man sagen. Aber naja. Diesen Part müsst ihr allein mit mir vorlieb nehmen. Das tut mir so leid. Weil ich muss echt sagen, Dragon Quest ist echt, finde ich... Das ist eins. Ich meine, gut, es sind ja immer nur zwei Projekte, aber trotzdem. Ich freue mich immer drauf, wenn ich mit Asim aufnehmen kann. Wir treffen uns ja immer so alle zwei Wochen, damit wir nicht zu weit voraus sind mit den Parts, damit wir auf eure Comments und sowas eingehen können, wenn ihr die da mal in die Kommentare ballert. Genau. Es macht halt immer mega Spaß. Das muss man halt auch sagen. Es macht mega Laune einfach. You're looking for the Krans? They've been out of my family for don. This is what I heard like. Ah! Anyway, I heard. That's right. It was the pinnacle of. Where's the statue now? Ich überspringe das gerade mal, es tut mir voll leid, aber. What is the lady's name? That's about it, I'm afraid. And what? My son said I should pay him if a novice like you can get to the top of my tower. Mit anderen Worten, ich fasse es mal kurz zusammen, bla bla bla, ich bin Workaholic, du suchst die komischen Kristallspinne hin oder was das war? Ey, Alter, die habe ich schon, die sind seit Generationen nicht mehr im Besitz meiner Familie. Irgendeine tolle Frau auf der Höhenspfade ihrer Schaffenskraft hat die genommen, mit dem Namen Alexandra. Und ich meine, mal ist schon so ein bisschen Captain Obvious gerade, ne? Alexandria, die Stadt, hatte doch einen wunderbaren Turm, wo man hin konnte. Und, wo oben so eine Statue war mit zwei roten Edelsteinen. Von daher liegt es ja nahe, dass das da ist. So. Ein Fechtfuchs. Ja, komm, hau nieder. Bevor ich jetzt noch ein so ein Ding, bevor ich eine Runde jetzt vergammel, weil ich es einfach nicht schaffe zu fliehen, damit ich nochmal angreife. Gut, ich meine, es gibt Schlimmeres, aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine. Ich werde auch ein Weihwasser nehmen, keine Sorge, sobald wir im Turm sind.
nehmen wir ein Weihwasser und dann hat sich die Kiste da. So, go, go. Ich hoffe jetzt mal, dass es reicht, um komplett durch den Turm zu kommen. So. Ach nee, warte mal, wir haben ja die heilige Schutzaura. Ich brauche ja gar keine Weihwasser mehr. Es fällt mir erst jetzt auf. So, bam. Voll super. Ja, der tolle Turm von Alexandria, ey. Ich habe doch keinen Plan mehr, wie das von der... Ohne Flachs, besonders, man muss sich überlegen. Ich meine, gut, das war... Wir haben den Turm gemacht, da war auch noch Weiß am Start. Also das ist jetzt so... knappe 2 Jahre oder so her. Das ist Wahnsinn. Und dann haben wir ihn ja eigentlich nochmal so vor einer Woche, habe ich den ja mit Asim zusammen nochmal gemacht. Und ich habe trotzdem keine Ahnung mehr, wo ich lang muss. Aus dem simplen Grund, weil ich erstens, weil mein Gedächtnis totale Gülle ist. Das weiß jeder. Ohne Flachs, ich muss mir alles aufschreiben. Und zweitens habe ich es nicht selber gespielt. Und wenn ich es nicht selber spiele, also ich habe es Asim spielen lassen. Wenn ich es nicht selber spiele, dann bin ich in sowas grottig. Bin ich jetzt eigentlich richtig? Das sieht ja jetzt erstmal prinzipiell nicht schlecht aus, ne? So, ich glaube, hier lang müssen wir. Oh, ich habe gestern übrigens auch mal eine Runde CSGO aufgenommen. Mit der Krota, Peter und dem guten Gweckon. Gweckon, solltest du das sehen? Grüße raus an dich, ey. Es hat mega Spaß gemacht. Das muss man einfach mal so sagen. Es hat mega Laune gemacht. Oh, Moment. Oh, ich bin falsch. Okay, gut zu wissen. Und da werde ich mal gucken, wenn da genug coole Szenen zusammengekommen sind, dann werde ich die mal alle zusammenschneiden. Es ist immer, ohne Flachs ist halt so, wenn wir in dieser Konstellation spielen, dann bockt das einfach mega, weil wir halt nicht so mega krass tryharden. Wir sind da mehr so die da auf Spaß gehen und einfach Bock am Spielen haben wollen. Also klar, wir versuchen trotzdem natürlich auch so ein bisschen zu gewinnen, aber es ist halt nicht so, dass wir jetzt komplett den Spaß außer Acht lassen, weil Peter hat halt doch immer ein Songbot an und sowas. Das macht einfach mega Laune. Und ich meine jetzt mal ehrlich, das ist doch der Sinn, bei dem es beim Spiel, um den es beim Zocken geht, dass man Spaß dabei hat, oder? Und ich muss echt sagen, so viel Spaß, wie ich mit den Dudes hatte, beim Counter-Strike-Zocken, hatte ich noch nie. Hatte ich schlichtweg noch nie. Für mich war halt Counter-Strike immer so ein typisches Tryhard-Ding. Aber die haben mir die Augen geöffnet. Was mich ja wundert ist, eigentlich, also es gibt also so ein Community-Anti-Cheat-System von Valve. Und zwar heißt das Overwatch. Und wenn man so 100, 150 Stunden ungefähr gezockt hat, ist jetzt da? Ja. 150 Stunden, nee, warte mal, 150 Spiele gewonnen hat im Competitive-Modus, hieß es immer so, und man ungefähr so AK ist, also das bin ich nämlich, dann erhält man die Möglichkeit, sich Gameplays von Spielern anzusehen, wo andere gedacht haben, ey, der cheatet doch. Dann kann man sich die angucken und halt sagen, ja, der cheatet, oder nee, Alter, der cheatet nicht. Und dann werden die halt dementsprechend gebannt, wenn genug Leute das gesagt haben. Und eigentlich habe ich jetzt meine 150 Wins zusammen und dachte mir so, ja, geil, ey, jetzt kann ich das auch endlich mal machen, da habe ich voll Bock drauf. Ja, ist aber Pustekuchen. Ist schlichtweg Pustekuchen. Ich bin anscheinend noch nicht freigeschaltet. Keine Ahnung warum. Vielleicht liegt es an meiner noch in Anführungsstrichen geringen Spielzeit von 340 Stunden. Ich habe auch irgendwo gelesen, ja, muss schon so 500 Stunden haben und alles sowas. Also wer weiß. Wer weiß. Vielleicht kommt das ja noch. Aber gut, genug von Counter-Strike. Ich schweife da ja immer total ab. In der Zwischenzeit sind wir ja auch oben auf diesem tollen Turm angekommen. So, jetzt reden mit der Statue. Zwei wunderschöne schimmernde Juwelen und Asim und ich haben hier echt so ungefähr 2 Minuten gestanden und dachten uns so, ja, das sind doch aber diese dummen Spinellen, ey, hallo, gib uns die doch jetzt mal. Hier, komm, gib her. Und es ist halt nichts passiert, bis wir dann gerafft haben, okay, vielleicht sind wir doch falsch, sind zurückgegangen und oh, Wunder, Wunder, Cutscene. Wait, brave travelers. I am Alexandra. Many years past, I lived in your world. It was my hands that sculpted this statue. Ich muss ja sagen, ich finde sie als Statue schöner als so. Let me tell you a tale. Ugh. A forgotten moment lost in the great ocean of history. The story of the bloodline of the sages.
Storytime mit Alexandra. To the Crambartle family. A family descended from one of the legendary seven sages. But my generation saw the legacy of the sages passed to the Albert family when I married. You see, I was the chosen heir. The chosen heir. The blood of the sages has remained in the Albert family ever since. But that lineage was severed by a dark and evil power when the life of the latest chosen heir, Alistair, was ended. Nevertheless, I am an ancestor of the Albert family. Korrektur, du warst. Du bist tot. So, I will do everything I can to help preserve the Albert family line. Ich muss auch automatisch, wenn ich das so höre, an Prinz Albert denken. Und es gibt ja so eine tolle Art des Piercings, das sich Prinz Albert nennt. Für alle, die es nicht kennen und ein bisschen hartgesotten sind, einfach mal Prinz Albert Piercing eingeben bei Google. I want you to take the Cran Spinels from the statue. I have no doubt they will be of use to you. Guess what? Dafür bin ich hier. Ich hätte die auch aus den Augen rausgeschnitten, wenn es sein muss. Now Jessica is the only one who can continue the Albert family line. I beseech you to go to her aid. Ja, das mit dem Geschlecht der Alberts fortsetzen und mit Jessica. Keine Sorge, da kümmern wir uns drum. Pling! Zack, hat sie keine Augen mehr. Kann mir mal einer erzählen, warum die sich die überhaupt genommen hat für so einen Kram? Das ist doch dumm. Zwei wunderschöne Juwelen glitzern auf dem Boden. Hero nimmt die Krenn-Spinelle und steckt sie in den Beutel. Geil! Das Gute ist, wir haben ja diesen tollen Zauber Hintertür. Damit kommen wir jetzt direkt raus. Weil hier können wir nämlich nicht porten. Und sobald wir jetzt vorne am Turm stehen, können wir uns zurückporten. So sieht's aus, Freunde. So, Teleportation. Zurück nach, wo mussten wir hin? Arcadia, ne? Ja. 12 Minuten. Ey, Leute, das wird ein kurzer Part. Das wird ein sehr, sehr kurzer Part. Dann kriegt ihr ihn wahrscheinlich sogar wirklich noch gerendert und hochgeladen. Denn so viel ist gar nicht mehr. Also, der sozusagen, wir haben mit Azim. Boah, ey, reden, ne? Die Stelle, wo wir gerade mit Azim dann den nächsten Part beginnen, ist nicht mehr so weit weg. Das wollte ich sagen. Das ist das, was ich sagen wollte. Meine Güte, ey. So, rein hier. Cutscene of Doom. Disgust me. I didn't know you from Adam, but still I took you in. And this is how you repay me. I didn't do anything. Please believe me. I was just feeding Leopold his maw. What? What did you call him? Ohne Scheiß, die Sprecher müssen... Allein der Dominico-Sprecher muss so einen Bock gehabt haben auf diese Rolle. What? What did you call him? Sir Leopold. Just who do you think you are? Ja, diese Musik ist ja auch ein wiederkehrendes Theme. Immer wenn irgendwas Trauriges passiert, merkt man ja auch, dann spielt das Ding. Sir Leopold, wuff, wuff. Es gibt ihm Charaktertiefe. He has such impertinence. No doubt the vile Leopold put poison in your food as well. Warum auch immer er das tun sollte, ne? Muss man sich mal fragen. Please, Master, you must believe me. I would never serve Leopold, Sir Leopold, poison. Why should I believe you? If you want to prove your innocence, you'll have to eat some yourself. Now, while I watch. Jetzt mal ganz ehrlich. Warum kann ich in diesem Punkt nicht eingreifen und sagen, Alter, Domenico, hast du sie doch alle? Und ihm so richtig eine mitgeben. Ihm so richtig eine scheppern, dass er auf dem Boden liegt. Es ist so asozial, was er hier gerade abzieht. So richtig asozial. Not like that. On your enjoying it.
Und Hero wird sich wieder ihn abgrinsen. Das typische Hero-Grinsen. Guten Hunger, David. Ja, Arbeitsschutz wurde damals noch nicht so groß geschrieben. Well, Samuel, he seems safe enough. Enjoy your dinner. Eigentlich sieht ja Sir Leopold voll süß aus, ne? Wenn halt die roten Augen nicht wären. Wen schaut denn Domenico an? Understood? Ah, you're back. I apologize for my servant's unsightly display. So, what are you doing? Mensch, selbst Hero lächelt gerade nicht, denke ich gerade. Yo, alles klar, in seinem Zimmer. Vorher erstmal noch mit David reden. Oh, ihr seid es, ha? Ihr habt alles mitbekommen, nicht wahr? Wie peinlich. Aus irgendeinem Grund ist Master Domenico heute schlecht gelaunt. Er braucht jemanden, dem er seine Wut abreagieren kann. Ich muss aufpassen, dass er mich nicht entlässt. Ich möchte diese Arbeit nicht verlieren. Und ich mag den Meister sehr gerne. Ich kann es gar nicht genau erklären, warum, aber ich glaube, es ist das Schicksal, dass ich hier gelandet bin. Oh, Honey. Wenn du nur wüsstest. Und was sagst du für Leopold dazu? Wuff, wuff, grrr. Ja, wie schon gesagt, ey, die Dialoge, die für Sir Leopold geschrieben wurden, geben dem Charakter ordentlich Tiefe. Ein tiefes emotionales Bewusstsein über seine Handlungen. So, ey, Kollege, ich habe glaube ich drei deiner Brüder schon in Argonia gesehen. Du bist doch Senior Nose, oder? Bist du Senior Nose? Ja, du bist Senior Nose, okay. Whatever. So, auf zu Domenico ins Arbeitszimmer. Der wollte ja nochmal mit uns reden. Jetzt, wo wir die komischen Krähenspinellen haben. Wo ist er denn? Ach, warte mal, wo waren... Oh, das Arbeitszimmer nochmal. Obwohl, das musste ja da hinten gewesen sein, ne? La, 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 la. So, moin. Alakazam! Ah, there you are. I hope that little saying before didn't upset you. Is nothing unusual. Das passiert es öfter mal, als ich den David richtig hart drangsaliere und fertig mache. Der braucht das. Why, but just looking at David's face makes my blood boil. Dann vielleicht doch entlassen? Ich glaube, ohne Scheiß, der Junge hat doch was Besseres verdient. Leider ja. I won't have you bore me with details. I only care about results. Worst decision ever. Yeah. Wie die Funkeln. Just hold it. So wie Eiscreme auf der Speisekarte, so wo extra noch so Funkelsterne eingezeichnet sind. So geil. Yes. The Kran Spinner. Impenetrable barrier will be simplicity itself with these. That wand-waving bimbo won't stand a chance. That wand-winding bimbo. What the fuck, Alter? Reiß dich. I expect you're feeling rather pleased with yourself. Helping the great Domenico. Ein paar mehr XP wären schön gewesen. Bisschen Gold vielleicht noch. So. Let me reward you. That you may serve me as a god until. Nein. Very good. From this moment on, you will be my bodyguard. Das ist so gut, diese Pseudo-Entscheidung, die man treffen kann. Ja, nein. Nein? Ach, macht euch nicht lächerlich, natürlich nehmt ihr an. Alter, was ein Wichser. Ja, dieses random Tattoo auf der Wand, das war klar, dass da irgendwas ist. Da 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 da! To my
secret library. Natürlich werde ich ein Buch für dich suchen. The Big Book of Barriers. Er klingt nicht ganz russisch, finde ich, aber ich finde, Domenico hat ein bisschen was von einem Russen. Also als ob, wie man sich so richtig stereotypischen Russen vorstellt, der versucht Englisch zu reden. Gut, ich meine, ne, wir Deutschen haben natürlich auch nicht das beste Englisch, aber wir sind halt so wunderschön abgehackt. Wunderschön abgehacktes Englisch, was halt nicht so schön fließt, ineinander übergeht und, die Aussprache ist halt auch nicht perfekt, ne? Aber was so Grammatik angeht und so, ich glaube, da sind wir schon gar nicht so schlecht. Also zumindest die junge Generation. Es ist ein altes Manuskript, oh Gott. Ja, aber das haben wir beim letzten Mal auch gemacht, von daher. Die Geschichte der Diakonos von mir, Band 1. Es wurde offenbar von einem Ahnen Domenicus verfasst. Mein Name ist Kletus Diakonos. Ich bin bei dem großen Magier Kupas in die Lehre gegangen. Kupas war mehr als nur ein Lehrer und Meister der magischen Künste. Er war zudem ein äußerst weiser und kluger Mann. Eines Tages sagte er zu mir, einst wird das Böse in dieses Land zurückkehren. Und wenn das geschieht, dann werden die magischen Fähigkeiten eines meiner Nachkommen ihn als Erben eines großen Weisen zu erkennen geben. Und das wird ihnen große Gefahr bringen. Meister Kupas, um die Sicherheit seiner Nachfahren besorgt, traf eine folgenschwere Entscheidung. Mit einem machtvollen Zauber übertrug er seine Kräfte auf mein eigenes Geschlecht, um die Wahrheit vor der Welt zu verbergen. Als das schicksalhafte Ritual abgeschlossen und Meister Kupas seiner Zauberkräfte beraubt war, wandte er sich ab und ging wortlos davon. Verzweifelt versuchte ich ihm zu folgen, doch er war und blieb spurlos verschwunden. Und ich sah ihn niemals wieder. Band 2. Der zweite Band ist immer besser. Zumindest bei Spielen meistens. Es wurde offenbar von einem Ahnen Domenicus verfasst. Mein Name ist Kletus Diakonos. Nachdem Meister Kupas seine magischen Kräfte auf mich übertragen hatte, belegte ich unsere beiden Familienlinien mit einem besonderen Zauber. Wie viele Jahre auch ins Land gehen würden, der Zauber würde sicherstellen, dass die Schicksale unserer beiden Familien untrennbar miteinander verbunden blieben. Und dass unsere Nachfahren, wenn die Zeit gekommen war, unwiderstehlich zueinander hingezogen würden. Jetzt kann ich nur hoffen und beten, dass die Diakonos von mir stets über die Nachfahren von Meister Kupas wachen und sie beschützen wird. Ist so der kleine Wink mit dem Zaunpfahl, weil, David meint doch vorhin, ich kann es nicht erklären, aber irgendwie habe ich das Gefühl, hier zu sein. Und Domenico meinte doch, oh, ich kann ihn nicht entlassen. Das geht nicht. Ich bin zu gern sein Meister. Hero findet das Buch der Barrieren. Hero steckt das Buch der Barrieren in den Beutel. Sehr gut gemacht, Hero. Ich würde ja gerne auch selber das Buch der Barrieren mal lesen. Wäre ganz nützlich, ich meine... Sie ist es! Das Mädchen mit dem Zepter! So, Leute, und genau hier machen wir den Cut. Weil genau hier fangen wir im nächsten Part mit Azim an. Es freut mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war nicht allzu monoton nur mit mir. Ist ja auch nur dieser eine Part gewesen. Im nächsten Part, wie gesagt, gibt es dann wieder Azim und mich. Geballte Dualität der Awesomeness. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.